Thank you.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Kantatengottesdienst am zweiten Christfesttag hier in der Stiftskirche und überall, von wo Sie mitfeiern. Der Engel des Herrn ist gerade eingetreten auf dem Hirtenfeld und gleich wird er seine Botschaft verkünden. Der Evangelist Johannes fasst diese Botschaft in einen Satz. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Lasst uns beten. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, du Ewige, im Himmel und auf Erden. Im Kind in der Krippe wirst du klein, bedürftig, verletzlich wie wir. Wir staunen über das Wunder deiner Geburt, voller Ehrfurcht wie die Hirten. Deine Liebe öffne unsere Herzen, dass wir dich als Heiland sehen und dich loben und preisen mit allen Engeln. Sammle uns nun vor dir und höre uns in der Stille. Gelobt sei dein Name von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und die
Draußen auf dem Feld halten sie Nachtwache. Mag die Herde schlafen, die wilden Tiere sind nachts unterwegs. Hirten leben und arbeiten riskant. Sie setzen sich ein für ihre Herde und schonen sich selbst nicht. Reale Hirten aus dem Volk Israel. Sie beten Gott als ihren guten Hirten an und sie finden die Hirten als Vorbilder in ihrem Volk. Abraham, Stammvater Israels und Vater des Glaubens auch für uns. Er verlässt sich auf Gottes Wort, bricht ohne Absicherung und doppelten Boden auf. In ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. David vertreibt mit der Steinschleuder als Hirtenbub wilde Tiere und gegnerische Soldaten. Und er musiziert so schön, dass der schwermütige König Saul aufatmet. So geht David ein in die Geschichte als Hirt und König, als Musiker und Psalmendichter. Und Israel hofft, aus seinem Stamm werde der Messias kommen. Die Hirten bei der Nachtwache hoffen darauf, dass einer kommen wird, der ihre Welt versteht, der sie befreit von dem, was sie klein hält und furchtsam. Doch noch sind sie ahnungslos. Ohne Wort bleibt alles stumm. Deshalb braucht es das Wort, damit wir die Welt verstehen. Und das Wort kommt mit Wucht. Man darf sich das Auftreten des Engels nicht als ein zaghaftes Einschweben vorstellen. Plötzlich ist er da, mitten unter ihnen. Wer von ihnen gerade noch gegen den Schlummer angekämpft hat, wird hellwach, erschüttert von der Gewalt, mit der der Gottesbote auftritt und geblendet von einem Licht heller als die Sonne. Was Luther mit der Klarheit des Herrn, die die Hirten umleuchtet, übersetzt hat, das schillert in seinen Bedeutungen. Mit Herrlichkeit wird es ganz oft übersetzt, obwohl da noch viele andere Eigenschaften wären. Gewicht, Schwere, Pracht, Bedeutung, Würde, Ehre, Ansehen, Glanz, Schönheit, Anmut. Gott schickt nicht nur seinen Boten. Gott selbst lässt sich sehen, sodass auch dem unerfahrensten Hirten aufgeht, hier ist mehr als ein besonders heller Stern. Die Finsternis weicht, nicht nur die auf dem Feld, auch die im Herzen. Das ist zum Erschrecken. Es ist zum Erschrecken, wenn das Schwergewicht sich bei den Leichtgewichten einstellt, wenn der Bedeutende unter den Geringgeschätzten wohnen will, wenn die Würde des Höchsten sich zu den Randständigen gesellt. Aber hat nicht schon Jesaja verkündet? Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ja. Zu denen gehören die Hirten und alle, die sich dazu zählen mögen, auch wir. Gott ist so frei, dort zu wohnen, wo man ihn braucht. Doch wo Gott so plötzlich in ein Leben einfällt, kommt alles durcheinander. Die Hirten fürchten sich. Was soll aus uns werden? Was will Gott von uns? Wie könnten wir vor ihm bestehen, ihm die Ehre geben? Fürchtet euch nicht. Das Wort des Engels rührt ihre Herzen an und vertreibt die Furcht aus ihnen. Denn seine Botschaft öffnet ihnen Augen und Ohren für die Anmut und die Schönheit Gottes.
Er treibt sie zur Eile an. Lasst euch einladen zur Krippe, schaut nur hinein und seht selbst. Da liegt euresgleichen, ein menschliches Gesicht. In ihm leuchtet Gottes Schönheit auf. Gottes Glanz liegt über ihm. Sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet Herz und Sinnen. Ohne die Worte des Engels blieben die Hirten und wir mit ihnen ahnungslos. Sie geben uns die Geburt zu eigen, dass wir hören, sie sei für uns geschehen. Für Martin Luther ist das Wörtlein euch das Wichtigste in dieser Botschaft. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Jetzt habt ihr Furcht und Herzeleid, schreibt Luther. Nun aber ist euch ein Heiland geboren, welcher nicht allein ist ein Mensch geboren, der euch gleich ist, sondern der euch auch gegeben ist. Also dass seine Geburt und alles, was er hat, soll euer sein. Euch ist er geboren, dir und mir auch. Euch ist er geboren, jedem einzelnen Menschen und darum allen. Dein will er sein, der große Gott im kleinen Kind. Dir zu eigen kommt er. Zieht an deine Bedürftigkeit und schenkt dir sein Erbarmen. Zieht an sich deine Sehnsucht und erfüllt dich mit Freude. Zieht an sich deine Verzagtheit und stiftet in dir Vertrauen. Labt dein Herz und deine Sinne, lässt dich Anmut gewinnen. Freut sich, dass er dich staunen macht, dich anrührt, dich weich werden lässt vor jedem Kind. Dir aufgehen lässt, ich Gott, lass mich finden, wo du Mensch bist. Und kaum hast du es vernommen, kaum ist es bei dir eingesickert, so summt's und klingt's aus deinem Herzen voller Freude und du kannst nicht anders, du stimmst ein mit den Engeln im Chor. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Lasst uns beten. Gott, du barmherziger, ewige Du, du hast dich sehen lassen, deine Klarheit auf dem Hirtenfeld, dein Gewicht gerade bei denen, die gering geschätzt wurden, deine Anmut auf dem Antlitz des Neugeborenen. Berührt vom Wunder, wie du Mensch geworden bist in Jesus Christus, bitten wir dich für Menschen ohne Herberge, durch Krieg und Terror vertrieben, an den Grenzen Europas im Elend gelandet, ohne Obdach und Aussicht. Für Menschen, die unter anderen Menschen zu leiden haben, unterdrückt und ausgebeutet. Für die Menschen auf der Flucht, die gerade vor dem Ertrinken gerettet wurden. Für Menschen am Rand der Erschöpfung. Für Menschen an der Grenze des Lebens. Für Menschen mit der Macht zu Entscheidungen, nach Gerechtigkeit suchend, fehlbar wie wir alle. Für Menschen voller Liebe und Vertrauen in dich. Für Menschen, deren Herz übervoll ist von Leid. Für Menschen, die jauchzen vor Freude. Sie alle hüll ein in dein Erbarmen. Und höre, wenn wir dich in Jesu Namen bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank an die Kantorei, an die SolistInnen Christine Müller, Jo Holzwart und Matthias Lutzer, an die Camerata Viva Tübingen, an Ingo Bredenbach, an Manuel Mader für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Die Kollekte heute ist für diese Kantatengottesdienste bestimmt. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir diese Reihe finanzieren. Die Körbchen finden Sie am Ausgang. Herzlichen Dank für Ihre Gaben. An Silvester laden wir Sie ein um 18 Uhr zum Jahresschlussgottesdienst mit einer Möglichkeit zur Einzelsegnung. Und um 22.15 Uhr zur besonderen Silvestermotette mit Musik von Bach und Händel. Die Kantatengottesdienste setzen sich fort an Neujahr und am 2., 6. und 9. Januar jeweils um 11 Uhr. Nach dem Schlusschoral bitten wir Sie, sich zügig nach draußen zu begeben. Wir singen auf dem Holzmarkt gemeinsam dann noch einige Choräle aus dem Programmheft. Wir wünschen Ihnen allen noch ein gesegnetes Christfest. Und so geht mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Gottes, so wie euch erfreut.